Komm, jetzt bitte wieder mit sinnvollen Items, das ist gar nicht so schlecht. Evil Range und Shot Speeder. Für ein Item ist das ziemlich gut. Da bin ich dabei. Da explodiert erstmal einfach alles. Auf dem ersten Stockwerk, die hatten wir ja schon mal gesagt, die Dingens wäre gar nicht so schlecht, die Brille. Oh Gott, ich krieg schon wieder... Ich komme schon wieder nicht hinterher mit dem Töten. Ich habe keinen Damage abgekriegt. Sobald ich keinen Damage abkriege hier, komme ich tatsächlich nicht hinterher, damit die Gegner zu töten. Ich weiß nicht warum. Mit Isaac geht es doch auch. Und mit Eve hat es aus irgendwelchen Gründen auch geklappt. Haben wir mit Eve direkt so krasse Items? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Ich meine nicht. Aber offensichtlich zumindest gut genug. Aua. Zumindest gut genug. Ey, das... Irgendwie... Ich kriege auch nur Mistgegner, ne? Autsch. Oh. Tja. Hatten wir direkt sowas Cooles mit Eve? Ich meine, der Vogel, ne? Der macht ja durchaus auch nicht so wenig Schaden. Oh Gott. Spinnen. Ganz, 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 ganz viele Spinnen. Das war dann übrigens auch schon wieder mein Evil-Up da gerade, ne? Mein schwarzes Herz, das ich da irgendwie so schön bekommen hatte. Oh Gott, schon wieder so welche. Ich finde die tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn die Spinnen auch so völlig random in der Pampa rumfahren würden, ne? Ja, die Schüsse von denen sind nicht langsam und so. Das ist schon nervig. Aber die können halt sonst nichts, ne? Das geht ja noch. Wir sind schon wieder auf Bosshöhe jetzt. Das ist gut. Und die Schüsse sind auch schon mal weg. Das ist auch gut. So. Frage. Nehme ich erst die Brille oder erst den... Nehmen wir erst den Schlüssel. Damit wir auf jeden Fall hier schon mal was von haben. Oh, was ist das denn? Bursting Sack. Ich nehme an, das heißt, wenn ich Schaden nehme... Vom Viecher. Was natürlich wieder das Schlechteste ist, was man haben kann. Weil ich will keinen Schaden nehmen. Ich weiß nicht, warum Spiele das immer so machen. Wenn ich Schaden nehme, dann kriege ich irgendwas. Ich meine, das will ich doch gar nicht. Ich will doch keinen Schaden nehmen. Das ist doch dämlich. Solche Items sind doch immer irgendwie schlecht. Finde ich. Persönlich. Denn natürlich, man kann das irgendwie hart unterstützen, indem man irgendwie... Naja, weiß ich nicht. Wenn es halt wirklich, wirklich, wirklich gute Regeneration gibt oder so. Aber gibt es hier ja gerade nicht. Also gibt es hier ja im Prinzip überhaupt nicht. Ganz, ganz theoretisch kann man auch Regeneration haben. Der hat mir auch schon wieder genau in den Lauf geschossen, ne? Mistviech. Und da ist er. Der hässliche... Oh Gott. Der hässliche Horn. What the hell? Wie schießt denn der da gerade? Ah, what? Ist klar. Was zum ist denn das? Wie soll ich dem denn ausweichen? Das ist doch crazy. Boah, wie fies. Wie unglaublich fies. Der Turm. Tour of Clubs. Ja, prima. Wie machen wir das? Hier gibt es nur Müll. Hier könnte noch irgendwie was rumeiern, wenn ich da hier schön mit dem Kaboom. Alles ist explodiert. Ein Jesus Juice. Den hätte ich sogar ganz gerne. Bringt mir aber gerade nicht so richtig viel. Oh Gott. Ja, nö. Das Spiel möchte mich gerade einfach tot sehen. Es will nicht, dass ich das in dieser Session in irgendeiner Art und Weise schaffe. Ich merke das schon. Sonst würde es mir nicht solche Gegner hier oder solche Bosse noch auf dem ersten Stockwerk irgendwie entgegenstellen. Geht ja gar nicht. Geht ja überhaupt nicht. Also alleine der komische Champion-Dingens gerade war ja völlig daneben. Übrigens ist auch noch kein komisches Spider-Dingen hier gekommen. Möchte ich nur mal gerade anmerken. Seit ich das irgendwie habe, ist da noch nichts passiert. Nichts Entsprechendes. Finde ich auch nicht gut. Dann sollte ich wenigstens ein bisschen den Schaden auch machen hier, den ich kriege, wenn ich schon so Gummel-Items nur habe. Ja.
Geh doch auch drauf. Ich hab doch kein Leben mehr. Geh doch kaputt. Ja, genau. Mistvieh. Nö. Nö, 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 nö. Oh, guck mal. Da ist noch ein... Ah, ein blauer Stein. Ein Leben, ein Leben, ein Leben, ein Leben, ein Leben. Das nehme ich natürlich. Puh. Ja, wir sind schon wieder ziemlich am Ende dessen. Oh, es wird besser. Ich will mich dann doch nicht mehr beschweren gerade. Da oben komme ich jetzt gerade natürlich so nicht mehr dran. Aber ich weiß gar nicht, was das da ist. Es sieht nicht schlecht aus. Ach, ich bin blöd. Egal. Also, so egal ist das nicht, dass ich blöd bin, aber ich hole mir natürlich gleich noch einen Schlüssel. Das ist das, was ich sagen möchte. So, gibt es erstmal Schüchen. Dann der Schlüssel. So, wir müssen hier durchstehen. Das Wichtigste ist, das ist schon mal gut. Das ist ziemlich gut. Damit kann ich schon mal theoretisch eine Menge anfangen. Wenn ich jetzt noch irgendwie ein bisschen irgendwas in Richtung Schaden kriegen würde, dann wäre das auch nicht schlecht. Aber schon mal Homing Shots sind schon mal ein Teil sehr, sehr guter und krasser Kombinationen, die man kriegen kann. Also einmal das und zweitens sind sie auch für sich erstmal ziemlich gut, weil man nicht so viel zielen muss und sich mehr auf, oh Gott, mehr auf Ausweichen konzentrieren kann. Mehr als vorher zumindest. Oh oh. Ich mache leider immer noch nicht den Schaden, dass ich mich auf sowas konzentrieren könnte. Ich muss immer noch irgendwie versuchen, möglichst viel rauszuhauen, bevor die nächsten kommen. Das da zum Beispiel ist sehr, sehr schlecht, dass da so viele von den Dingern rumeiern. Von den Nestern. Da muss ich irgendwie schnell welche töten. Und von denen theoretisch auch, weil ich kann die Fliegen noch schlechter gebrauchen. Ja. Und die kann ich auch erst recht nicht gebrauchen. Wenn hier natürlich genau das muss passieren, dann habe ich hier Zeit, Kram zu töten. Nein, die Fliege ist mir gerade egal. Fliege ist nicht das... Oh Gott, die Fliege ist nicht das Problem, wollte er sagen. Die Spinnen sind das Problem. Und jetzt sind sie erst recht das Problem. Ja, weil sie explodieren, weil sie explodieren. Ihr seid doof. Ihr seid ziemlich, ziemlich doof. Ich meine, wenigstens ist es sowieso die letzte Welle. Okay. Ist schon wieder irgendwas kaputt gegangen, ne? Und ich weiß nicht genau, warum. Ich möchte das jetzt haben. Sticky Feet. Ha! Das ist es. Das ist gut. Das ist ziemlich gut. Geht wieder was kaputt? Nein. Schade. Das ist kein schlechtes Item. Das ist sogar ein ziemlich gutes Item. Ich bin mir noch nicht sicher, wie viel es bringen wird. Aber es kann potenziell ziemlich viel bringen. Schon mal. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Warum wirft das denn bitte mit einer großen Trollbombe, das Drecksviech? Da! Habe ich das Leben schon verloren? Jo. Man verliert das Leben also schon beim Reinfallen, nicht erst beim Rauskommen. Das ist gut. Das sind gerade zu viele Kugeln. So schnell kriege ich den nicht tot. Ich muss ihn schneller tot kriegen. Oh Gott. Das hat er beim letzten Mal übrigens nicht gemacht, ne? Möchte ich nur mal so anmerken. Oh Gott, da ist noch eine Husk dabei. Das ist schlecht. Das ist au, das ist schlecht. Und es werden auch noch mehr von diesen hässlichen Kugeln und ganz viele Ads und überhaupt. Ich versuche gerade auch nur noch irgendwie, oh Gott, in der Pampa rumzufliegen und nicht zu sterben bei der ganzen Aktion hier. Und bitte möglichst viele Ads irgendwie von Bomben von ihm töten lassen. Da falle ich erstmal ins Loch rein. Jo, schade. Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, der Dingens ist tot. Das ist gut. Da unten ist noch eine Spinne. Puh. Ich kann ihn auch... Also, ich kann auch mit meinen Schüssen verlangsamen. Das ist gut. Ich dachte erst, das wäre nur auf dem Boden Kram. Aber nein, das geht auch so tatsächlich. Das ist ziemlich praktisch. Weil da hier ja auch durchaus Gegner sind, wie zum Beispiel er, die dann nur fliegen. Was natürlich klar ist, dass ich ihn kriege dann, ne? Wenn wir so ein Item haben. Ist ja klar, wäre ja langweilig, wenn nicht. So, Lukis Hörner brauche ich nicht.
Was mache ich jetzt? Nehme ich die Habit? Die ist schon ziemlich gut, aber nee. Da müsste ich wirklich hoffen, dass ich noch ein sinnvolles Dingens. Oh Gott. Ein sinnvolles Spacebar-Item kriege und das kann ich so leider nicht irgendwie garantieren. Das heißt, ich sollte vielleicht versuchen, das einfach nicht darüber zu machen. Oh, Schande. Bitte erst wieder Viecher so schnell wie möglich umbringen. Also komplett umbringen ist die Devise hier. Das ist der wichtige Teil. Auch wenn die nicht mehr so richtig gefährlich sind, wenn man die Sticky-Dings hat. Habe ich trotzdem ein bisschen Angst vor ihnen. Da müssen sie sterben. Das ist gut, weil dann kommen gar nicht erst Viecher da raus. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann, wenn die Viecher gar nicht erst da sind. Gar nicht erst spawnen. Habe ich gewonnen, habe ich dann. Ich habe sowieso gewonnen. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Boss, der irgendwelche Probleme macht. Den gab es schon im Ur-Isaac. Das heißt, wenn ich den nicht können würde, dann hätte ich tatsächlich irgendwas falsch gemacht. Der läuft wie geschmiert Butter. Und so. Oder so. Ja, wenn ich natürlich blöd laufe, den nicht. Aber auf der anderen Seite, scheinbar selbst wenn ich blöd laufe, kriege ich den noch irgendwie gebacken. Zumindest in so einem großen Raum. In einem kleineren Raum hätte ich natürlich mit zweien von denen vielleicht sogar ein paar kleinere Probleme. Aber so ist das natürlich überhaupt kein Problem. Zack, 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 zack. Alles töten. Ich wäre natürlich auch deutlich vorsichtiger, wenn der Raum nicht so groß wäre und so. Von daher passt schon so. Okay, bitte gib mir sinnvolle Karten. Ja, nee. The Hanged Man. Jo, ich werde mal. The Hanged Man. Jo, das hat sich durchaus gelohnt, finde ich. Das passt schon so. Okay, dann gehe ich jetzt weiter nach unten. Hoffe, dass hier vielleicht noch was Sinnvolles kommt dann. Ja, aber das ist doch schön, ein Geheimraum nochmal. Auf jedem Stockwerk einer ist oder wäre. Ja, gibt vielleicht noch ein bisschen Münzen, ne? Aber das war's dann auch. Solche Räume sind tatsächlich nervig, wenn man sie im normalen Spielmodus kriegt, weil man sich da eigentlich nicht die Zeit für nehmen möchte, hier alles kaputt zu machen, für ein paar Münzen. Weil man ja eigentlich ganz gerne einen Time-Run schaffen möchte, also meistens zumindest wäre das schön. Okay, weiter geht's. Aus dem Run kann noch was werden. Es kann, es muss nicht, aber es kann. Curse of the Lost. Na gut. Eine Schraube, guck mal. Tears und Shot Speed up, warum nicht? Oh, eine Maske ist auch nicht schlecht. Damage Reduction kann mir da auch noch eine Menge helfen. So, da will ich nicht hin. Das ist ziemlich lebensmüde. Da komme ich auch nicht hin. Das ist auch ziemlich lebensmüde. Das Fliegenglas. Ich weiß leider immer noch nicht so ganz, wie es funktioniert. Das heißt, ich will es auch nicht haben. Schade. Keine so richtig tollen Items hier wieder, ne? Das ist irgendwie unschön. Oh Gott, und ich mache schon wieder zu wenig Schaden, als dass ich hier schnell genug Leute töten könnte. Das ist auch nicht gut. Wenn es geht, aber auch erstmal die irgendwie... Oh Gott, schräg schießen, wollte ich sagen. Das ist leider jetzt gerade irgendwie gestorben, die Aktion. Als dann noch mehr von den komischen Skeletten kamen, die irgendwie fies sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte sterbt. Schnell, ihr hässlichen Wandspinnen. Oh nein, bitte nicht da stehen bleiben. Da standst du echt schlecht. Oh, stehst du übrigens immer noch schlecht. So. Oh, meine Schüsse sind so schön schnell. Das ist gar nicht schlecht. Und ich glaube, die Wandspinnen, oder zumindest die eine Wandspinne, hat gerade auch echt mit den Skeletten noch aufgeräumt, was nicht unschön ist. Was sogar sehr, sehr schön ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat mir gerade die Maske schon wieder ein bisschen Schaden abgenommen. Auch das ist nicht übel. Das sehe ich sehr, sehr gerne. So, ich sehe nicht, was da kommt, der Gegner. Ich wollte gerade sagen, ich sehe nicht, was das für ein Gegner ist. Oh Gott, das sind aber... das sind ja zwei von denen. Zusammen mit den anderen Viechern, die hier noch so in der Pampa rumfliegen, ist das nicht so schön. Oh
Oh Gott, das sind sogar drei von denen, kann das sein? War da unten nicht gerade noch eine? Nee, doch nicht. Ich habe mich vertan. Ein Glück. Da! Dammit! Das war schlecht. Das war einfach mal schlecht gemacht, muss man dazu sagen. Bin ich ganz offen und ehrlich mit. War nicht gut. War gar nicht gut. So, wo ist das Viech? Da ist das Viech. Kannst du bitte jetzt mal in Luft fliegen da unten? Puh, okay. 45 Münzen. Ich nehme mal das. Das sind wieder die geschaffelten Stats. Oh Gott. Ernsthaft? Ist jetzt gerade alles gestorben außer... Oh Gott, das glaube ich jetzt nicht. Echt nicht. Kann nicht wahr sein, ey. Ja, toll. Vielen Dank. Das könnte dann schon wieder mein Tod gewesen sein hier. Das ist doch echt nicht wahr, ne? Zum Glück schießt er auch nicht auf vier Seiten. Das sind ja seine kleinen Ads tatsächlich, die es jetzt neu gibt. Aua, dazu. Tatsächlich schlimmer als das, ne? Als er. Ist auch irgendwie faszinierend. So, es ist tatsächlich nur einer davon, ne? Das verwundert mich ein bisschen. Nein! Ich mache echt gar keinen Schaden, man. Das ist so traurig. Ich hatte ja vorher schon wenig Schaden, aber jetzt mache ich wieder gar keinen Schaden mehr. Ich dachte, wenn er mir das jetzt schaffelt, dann vielleicht wenigstens ein kleines bisschen ordentlich. Aber nö. Er hat es mir auch noch total kaputt geschaffelt. Toll. Dass man so viel Pech haben kann, ist echt unglaublich. Ich meine, er trifft mich nicht, weil ich so viel Reichweite habe, aber toll. Das hilft mir leider nicht so richtig viel. Ich will jetzt erstmal schnell die Fliege töten. Danke. Nicht, dass sie mir noch irgendwo im Gesicht explodiert. So, jetzt stirb aber auch. Keine Lust. Geh einfach drauf. Ich muss irgendwie noch an Damage-Ups kommen. Und da wirst du mir wahrscheinlich nicht mehr behilflich sein. Ja, die Fliegendose bringt mir da auch immer noch nichts. Dann halt nicht. Dann Boss und Gott, das wird wahrscheinlich, das wird sehr, sehr unschön. Das wird sehr, 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 sehr unschön. Können wir bitte schnell irgendwie Ads schon mal töten? Die sind nämlich nervig auch schon alleine. Au, ist mir das Ding entgegengekommen und ich habe es nicht richtig gesehen. Oder ich habe nicht drauf geachtet. Jetzt kommen davon natürlich auch noch welche. Vergesse ich auch jedes Mal. Oh, die machen ja wenigstens ihre Ads kaputt. Das ist ja schön. Au. Ey. Das ist zu wenig Schaden. Ich kriege die so nicht tot. Also nicht, bis die mich tot haben. Die Tatsache, dass ich sie dann auch irgendwie die ganze Zeit so komisch selber wieder mit meinen Schüssen in der Pampa rumschiebe, tut da dann auch sein Übriges zu. Das ist echt irgendwie zum Mäusemelken hier. Mit dem Schaden gerade. Au. Ich glaube auch ehrlich gesagt gerade nicht, dass ich jetzt noch irgendwie sinnvoll genug Leben zusammenkriege, als dass ich da irgendwie was reißen könnte. Selbst wenn ich die jetzt töte, sehe ich das ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Also ich muss ja noch eine ganze Menge Leben wieder zusammenkratzen, wenn ich jetzt irgendwas hier für Ultra Greed oder so hinkriegen will. Oh oh, er baut Ads, er baut Ads, er baut Ads. Das ist schlecht. Er rollt, das ist auch schlecht. Oh oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Kann ich bitte wenigstens einer irgendwie von denen sterben? Das kann doch nicht wahr sein. Die müssen doch jetzt irgendwann auch mal drauf gehen da. Ah. Haben wir die jetzt nicht langsam mal?
es soll einfach nicht sein, ne? Das Blue Baby und der Greed Mode ist vielleicht ein kleines bisschen unser neuer Nemesis geworden. Ja, okay. Es tut mir leid, dass es nicht geklappt hat, so wie ich das gerne gehabt hätte und wie wir das gerne gehabt hätten. Aber beim nächsten Mal dafür wird es ja wohl dann irgendwie funktionieren. Also ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann dieses Mal den Hintern von diesem Greed Mode versohlen werden mit dem Blue Baby. Also bis dahin, tschüss!